diese Krisenstimmung, die wir im Land haben, beunruhigt ja viele. Und die Frage ist, kann ich jetzt noch mit Aktien was machen? Sind die Märkte nicht zu hoch? Aktien sind für mich ein ganz wichtiger Teil des Vermögensmixes. Das haben auch viele Deutsche verstanden. Wir sind also im Aktienbesitz wieder ungefähr da, wo wir zum Hochpunkt seit im Jahr 2000 waren. Aber es sind immer noch viel zu wenige. Also das Liebste, die liebste Geldanlage, wenn jemand noch Geld hat, hier in Berlin ist ja, sagen wir mal, doch sehr zweigeteilt, die Bevölkerung, die Mittelschicht schrumpft und viele Menschen müssen wirklich hart ackern, dass sie überhaupt noch über die Runden kommen. Aber wenn jemand Geld hat, ist immer noch des Deutschen liebsten Geldanlage die Immobilie. Und wie schnell das verpuffen kann, auch für diejenigen, die gesagt haben, ich mache das fürs Alter und jetzt kommen diese Zusatzbelastungen, Heizungsgesetz und so weiter, Ampel winkt es durch, dann sieht man, dass eine Immobilie eben auch problematisch ist, weil sie von der Politik abhängt, weil sie als Immobilienbesitzer erpressbar sind. Aktien sind in vielem pflegeleichter und sie sind, wenn sie die richtigen haben, und darüber geht dieses Buch, wenn sie die richtigen haben, sind sie ja auch Sachwerte. Ja, woher weiß ich das? Die erste, magst du Otto lesen? Ja, da geht's. Das wäre jetzt Ihre Antwort gewesen. Naja, da geht es schon etwas tiefer rein, aber fangen wir mal an, auch wenn Sie das Buch nicht lesen. Die unaufgeregten Sachen, von denen Sie wissen, dass sie in 10 Jahren noch da sein werden, gutes Geld verdienen werden, also oder zumindest eine relativ hohe Gewissheit haben. Bei Alphabet, also der Muttergesellschaft Google und YouTube, haben Sie das. Das ist im Wachsen, das prägt unser Leben, das ist weiter im Trend. Bei Mercedes wissen wir es schon nicht mehr genau, denn da ist die Elektromobilität, da kommen viele Wettbewerber. Also wenn man sich auf diese ganz einfachen Sachen konzentriert, zunächst einmal, und darum geht das Buch, viele gucken ja bei der Aktie nur auf den Preis, und das Buch ist eher die Frage, wie wähle ich oder wie bestimme ich die Qualität einer Aktie für die Langfristanlage. Also es soll ja keinen Stress machen, es soll ja Dividende abwerfen. Dividende abwerfen. Das Management soll ja Geld für Sie verdienen. Also Sie sollen ja da nicht hektisch traden. Das ist ein völlig falsches Bild, auch was die Börsenspieler bei den Sparkassen oder bei den Banken so bringen. Die gehen ja nur über ein halbes Jahr und dann hat irgendjemand Glück und macht 30, 40, 50%. Das ist nicht Aktienanlage, sondern Qualität suchen, halbwegs günstig einsteigen, dabei bleiben, wie Sie sagen, Dividende kassieren.